Hallo und Glück auf zum Legendentalk nach dem Spiel des FC Schalke 04 zu Hause gegen Regensburg. Und was soll man sagen, endlich feiern wir mal 3 Punkte. So ein bisschen bessere Stimmung an diesem Montagmorgen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir darüber sprechen, weil es ist vielleicht auch nur ein Anfang, ein Start in eine bessere Zukunft des FC Schalke 04. Ich begrüße ganz herzlich unsere Fußballlegenden Klaus Fischer und Rüdiger Wamczyk. Erstmal hallo und Glück auf. Glück auf. Ihr wart natürlich im Stadion und wir freuen uns natürlich jetzt über eure Einschätzung über diesen 2:0-Erfolg. 3 wichtige Punkte im Abschiedskampf. Wie habt ihr das Spiel erlebt? Ja, in erster Linie war es für uns wichtig, die 3 Punkte. Da braucht man gar nicht länger darüber nachdenken. Gegen eine Mannschaft, die ja in 90 Minuten ja, nicht eine Torschance hatte. Bin aber mit Prognosen bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich habe auch gesagt, als ich Braunschweig bei uns hier gesehen habe, ich habe den ersten Absteiger gesehen. Aber die sind jetzt nicht mehr unten drin. Die haben sich da rausgearbeitet und deswegen bin ich da auch vorsichtig. Regensburg hat eine schwache Leistung gebracht, gar keine Frage. Vielleicht haben wir auch nichts zugelassen, kann ja auch sein. Natürlich. Ein Sieg ist immer wichtig, der gibt Selbstvertrauen, aber in dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Und jetzt auch die nächsten Spiele werden zeigen, was los ist. Das sind Gegner, ja, obwohl der HSV hat ja auch verloren. Aber auch Düsseldorf ist in eine Krise geraten, kann man sagen. Die gewinnen ja auch nichts mehr. Es wird in den nächsten Wochen zeigen, was los ist, was auch dieser Sieg wert war. Sie haben wieder 14, also 14 Tage Zeit durch diese Länderspielpause, dass sie an sich arbeiten können, an den ja, Problemen, die wir haben, müssen wir arbeiten. Dann denke ich schon, dass wir stark genug sind, da unten rauszukommen. Aber das alleine kann es ja auch nicht sein. Aber wichtig ist erstmal, dass wir stabil werden, dass wir, egal wo wir hinfahren, mit enormem Aufwand, gar keine Frage, auch die Starspiele gewinnen können. Tja, du hast recht, Klaus. Also wie gesagt, du weißt, ich sage das immer so gerne. Aber wie gesagt, also man muss, also ich reg mich heute mal gar nicht auf, weil wir gesagt haben, Regensburg müssen wir schlagen, das haben die Jungs getan. War ein bisschen Gewürge dabei, da muss man auch sagen, es war jetzt nicht so. Normalerweise musste solche Mannschaften ja mit 5-6-0 hier aus dem Stadion jagen, weil die waren natürlich richtig schwach gewesen. Aber im Endeffekt ist es auch egal, ob du jetzt mit 2-0 gewinnst oder 5-0 gewinnst, sage ich mal, für uns war ja jetzt erstmal wichtig, die 2 Punkte Selbstvertrauen zu kriegen ein bisschen. Deswegen ist es ganz gut, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wie du schon gerade sagtest, die wichtigen Spiele kommen jetzt. Und da muss Charakter gezeigt werden, auf jeden Fall, weil du bist da unten noch nicht raus. Davon bin ich überzeugt. Weil wenn du jetzt in Hamburg und dann noch zu Hause Kaiserslautern hier hast, das wären ganz schwierige Spiele. Und die kannst du nicht sofort einplanen, dass du sagst, du gewinnst das Spiel. Also das wird ein richtig, richtig, richtig interessantes Spiel, die letzten zwei. Aber jetzt war erstmal wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben, dass man ein bisschen Selbstvertrauen hat, ein bisschen Ruhe vor allen Dingen, wie du sagst, in den 14 Tagen hat man jetzt ein bisschen Ruhe, man kann dran arbeiten, aber ich sehe noch nicht die hundertprozentige Wende, nur weil wir hier Regensburg geschlagen haben. Wenn wir die anderen beiden Spiele gewinnen sollten, dann sehe ich eine Wende. Ja, es kommt immer drauf an. Wie gehe ich in die Spiele? Wie packe ich diese Spiele an? Und auch da haben wir uns in der Vergangenheit schon öfter unterhalten. Diese Liga, da ist kein Überflieger drin. Und in dieser Liga mit der gewissen Grundeinstellung, ja, Aggressivität, kannst du jeden Gegner schlagen. Das muss man wissen. Man muss fit sein,
das haben wir in der Vergangenheit auch gesagt, dass die Mannschaft in verschiedenen Spielen in der zweiten Halbzeit eingebrochen ist. Das war jetzt nicht der Fall. Gut, man kann ja sagen, wir sind nicht gefordert worden von diesem Gegner. Ist auch so. Und wird in den nächsten Spielen zeigen, wie weit wir sind, dass wir wieder ein bisschen Selbstvertrauen haben, durch den Sieg da unten raus sind. Ja. Das ist schon ein bisschen beklemmend, wenn ein FC Schalke 04 Tabellen vorne ist. Das darf es nicht mehr geben. Und da glaube ich schon, dass wir da unten rauskommen werden, dass wir dann auch in der Rückrunde da weitermachen und eben mit Abstieg nichts zu tun haben dürften. Die Frage ist aber trotzdem, war Regensburg jetzt so schlecht, dass Schalke gewinnen musste, oder gab es vielleicht doch ganz kleine Veränderungen? Weil ich denke mal, in der Situation, in der Schalke sich befand, mit diesem enormen Druck, bei einer Niederlage auf letzten Tabellenplatz zu landen, war es doch eigentlich auch schon für den Kopf eine gute Leistung. Ja, auf jeden Fall war es eine gute Leistung. Nur wenn der Trainer von Regensburg leider nichts sieht, um den Gegner aufzuhalten, dann verlierst du natürlich 2-0. Und ich will jetzt hier so keine taktischen Sachen sagen, weil im Endeffekt spielen wir gegen Hamburg und vielleicht spielen wir dann auch noch gegen die gleiche Mannschaft oder die gleiche Mannschaft spielen wie vorher. Ich glaube, dass da diese Aktion mit Paul Seguin da hinten ganz in Ordnung war, dass er da so eine verschiebene Dreierkette haben sie ja fast gespielt und die Verteidiger sind ja ein bisschen höher gezogen worden. Aber Paul Seguin, wenn man da sieht, der hat ja zentral gespielt. Und wenn man das sieht, dann ist das schon eine Sache, dass man da schon was gegen machen kann. Aber wie gesagt, ich will da so taktisch Sachen jetzt gar nicht groß erzählen, sonst guckt nachher der Baumgart und sagt, oh, hör mal zu, da können wir was machen und da können wir was machen und dann verlieren wir da auf einmal. Und dann heißt es nachher, ich hätte taktische Sachen gesagt, aber ich habe da schon einige Sachen gesehen. Wenn ich da unten gesessen hätte von Regensburg-Trainer, glaube ich, dass ich da ein bisschen anders mich verhalten hätte. Aber wie gesagt, die Jungs von hinten raus sehr gut gespielt, Ordnung war okay. Und vor allen Dingen, was wir nicht gemacht haben, wir waren nicht hektisch. Also wir haben auch ruhig gespielt und ja, vor allen Dingen ist Seguin und Max, die sind mal ein bisschen gekommen und haben vorne die Leute angespielt, dass wir auch mal Aktionen haben. Das haben wir ja in den letzten Spielen überhaupt nicht gehabt. Ja. Keiner ist richtig nach vorne gekommen, auf dem halben Weg stehen geblieben und du kannst ja mit Karaman auch spielen. Also das geht schon, nur man muss es eben machen und ich weiß nicht, warum wir die ganze Zeit nicht so gemacht haben. Vielleicht braucht der Trainer auch noch ein bisschen Zeit, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wir werden sehen, ich sage ja auch, die beiden nächsten Spiele werden für mich interessant, sonst kann ich heute überhaupt nicht sagen. Younes war gut, er hat sehr gut gespielt, weiß aber auch nicht, warum er den rausgenommen hat nachher. Weil Younes hat auch immer schön mal draufgetreten, hat das Tempo gemacht. Wenn es mal schnell sein sollte, hat er es gemacht, wenn es langsam hat er es auch gut gemacht. Also ich fand gut, was mir nicht so ganz gut gefallen hat, war der Bullend auf der rechten Seite, das war ein bisschen wenig. Ja, da hätte er, wer hatte viel Raum gehabt, da muss er einfach mal vorbeigehen. Das einfache Spiel nach innen und dann mit seinem Linken reinzuflanken, ich glaube, das ist sehr schwierig auch für die Stürmer. Er muss nach außen raus und das ist das Einzige, was mir jetzt nicht so gefallen hat. Sonst muss ich sagen, war okay, oder? Ja, klar, die 2 Punkte waren wichtig, das wussten wir vorher auch. Und auch eins ist auch klar, da müssen sich alle im Klaren sein, dass Regensburg kein Maßstab war. Ja. Weil Regensburg wird ganz große Probleme kriegen, um in dieser Liga zu bleiben. Und mit dieser Leistung wahrscheinlich nicht. Aber sie haben vorher im Pokal und auch in der Meisterschaft gewonnen. Sie haben auch gegen Eversberg gewonnen, die wiederum... Die gewinnen und spielen auch gut. Und von daher am Abhaken. Wir haben Braunschweig auch 5-1, glaube ich, geschlagen hier. Ne? War das so? Ja. Wir auch, ja. Und die gewinnen gegen den HSV. Also dann wundert mich das auch wieder. Ich weiß gar nicht, solche Mannschaft wie der HSV müsste eigentlich meiner Ansicht nach da locker durchgehen und Braunschweig schlagen, wenn man so
sieht die ganzen Spiele. Aber wie du schon gesagt hast, Klaus, ist vollkommen richtig, hier kann jeder ihn schlagen. Nur mir wäre lieb, wenn wir die Leute schlagen und nicht die uns schlagen. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen aufstoßt. Und deswegen glaube ich, wenn man konzentriert rangeht, dann kann man auch Spiele gewinnen. Aber wenn man auch nicht dran glaubt, ein Spiel zu gewinnen, dann hat man ein Problem. Ja, wir werden es in den nächsten Spielen sehen, aber das ist ja immer das Gleiche. Egal, welches Spiel man angeht, wie das Ergebnis war, du musst grundsätzlich von Anfang an zeigen, was los ist. Was wir wollen und was wir nicht zulassen. Dass wir den Gegner unter Druck setzen, dass wir 90 Minuten bereit sind und auch können, Gas zu geben. Ja. Das ist erstmal das A und O. Alles andere wird dann von selbst kommen. Wenn ja, die Ergebnisse kommen, dann hast du mehr Selbstvertrauen, dann traust du auch mehr zu. Das kommt aber nur, der Herr Sepp Herberger hat es damals schon gesagt, immer ein Kampf zum Spiel. Ja, da hat es ja nichts geändert. Nirgendwo auf der Welt, in einer anderen Liga oder was, hat sich da nichts geändert. Dass eine Mannschaft da ist, die einen ausspielen können. Gut, FC Bayern München gewinnt 1-0 auf St. Pauli. Ja, hallo Bayern München, St. Pauli. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Der Uli wollte die aber nicht abschießen. Bitte? Der Uli wollte die nicht abschießen. Ja, okay. Der hat gesagt, 1-0 reicht auch. Und von daher zufrieden sein, sage ich mal, 3 Punkte geholt, weiter an sich arbeiten, mit Mut in die nächsten Spiele gehen und da bin ich mir sicher, Punkte holen. Ihr habt es ja selber gesagt, jeder kann jeden schlagen in der zweiten Liga. Wäre es dann auch im Umkehrschluss, wir wollen ja gar nicht nach oben greifen, wir wollen ja erstmal uns stabilisieren, aber wäre es in dieser Saison, wäre es nie so einfach aufzusteigen? Wenn du ein Team hast, was halt kontinuierlich durchspielen kann? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ja, ich habe ja von Anfang an immer so ein bisschen gesagt, so schlecht ist der Kader nicht. Nur wie gesagt, also das ist ja das, was wir seit Monaten gesagt haben. Wir haben bis jetzt noch keine Mannschaft gefunden, die durchspielt. Ja, Kallas ist jetzt auch wieder verletzt. Jetzt haben sie einigermaßen heute, viel besser gestern gespielt. Dann muss ich auch mal sagen, so pass auf, mit der Truppe, die spielt jetzt mal, auch in Hamburg, egal wie auch immer, aber wir müssen eine Mannschaft finden, die durchspielt. Ja? Das ist mir immer zu viel, was ich ja gesagt habe. Der rein, der raus, wie willst du dich einspielen? Du musst Laufwege wissen, ja, was macht der? Geht der auf 1-gegen-1 drauf zu, dann weiß ich schon in der Spitze, Mann, da muss ich schneller im 16er rein und. Das sind alles so Sachen, die eigentlich schon längst abgesprochen werden sein sollten, also in der Vorbereitung auch schon. Und das fehlt mir manchmal trotzdem ein bisschen, ja. Das ist mir immer noch so ein bisschen Eiertanz, ja. Die müssten mehr miteinander reden, ja. Nein, das ist ja nicht so schwer, eine Mannschaft mal stehen zu lassen. Nur wenn einer richtiger Ausfall ist, dann kann man den ja mal wechseln und sagen, so komm, rein, raus und jetzt hast du deine Chance, spiel. Aber ich glaube, diese Pässe, dieses Laufen, zu wissen, was, wo läuft Karaman hin, Silla, wo läuft der hin? Ja, das sind alles so Sachen, die mich irritieren. Und wenn man eine Mannschaft pausenlos auseinandernimmt und wieder jede Woche eine andere Mannschaft spielen lässt, kommt da auf sicherlich kein Rhythmus rein. Oder? Es wird sich keine Mannschaft da absetzen können. Ja, wir wissen heute nicht, diese Mannschaft hat ganz große Chancen aufzusteigen. Wissen wir nicht, weil zu unterschiedlich die Leistungen bringen. Aber eins ist klar, und das kann man auch mal sehen, wenn eine Mannschaft da ist, egal ob das Regensburg ist oder wenn die früh angreifen oder wir den Gegner früh angreifen, attackieren und unter Druck setzen, dann haben die ganz große Schwierigkeiten herauszuspielen. Egal welcher Gegner das ist. Und das musst du tun, wenn du Erfolg haben willst, wenn du in einen Lauf kommen willst, musst du dir das zutrauen. Aber alle zusammen, nicht 2 Spieler, alle zusammen. Und dann, ja, und dann, wenn das mal klappt, dann wächst auch das Selbstvertrauen auch.
aha, so muss es gehen. Und das ist nicht nur in der zweiten Liga, das ist immer, wenn eine Mannschaft da so aggressiv angreift, den Gegner schon hinten richtig und aggressiv stört, haben wir unheimliche Probleme. Das, da muss man hinkommen. Aber das ist die Grundvoraussetzung, dass ich fit bin. Das kann ich dann nicht 19 Minuten machen. Jetzt ist ein bisschen Pause, Länderspielpause. Seit langem mal wieder mit dem Sieg in die Pause gehen, das ist ja auch ganz gut. Und auch wichtig, denn am Samstag findet hier in der Veltins Arena die Mitgliederversammlung statt. Die wird natürlich dann auch jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger. Aber ihr seid sicherlich auch da. Was habt ihr so für Erwartungen? Es wird sicherlich ein bisschen ruhiger sein, oder? Wir sind da und ich bin gespannt, was da kommt, wie sich die Leute verhalten, wie viele Leute da sind. Auch ganz, ganz wichtig, in welchen Themen gesprochen wird. Und ja. Ja, unser Freund Herr Ender ist ja auch einer der vier Leute, die sich dafür für den Aufsichtsrat beworben haben. Ich würde mich freuen, wenn der Ender ja, vielleicht wiedergewählt. Ich weiß es nicht, das machen dann die Leute. Aber ich finde, Ender ist ein guter Typ, ein guter Geschäftsmann. Und vor allen Dingen, er ist schon seit Jahren auch hier bei uns, bei der Traditionsmannschaft. Er weiß auch, wie Fußball geht. Und ja, ich würde mich da sicherlich freuen, wenn er da in diesen Aufsichtsrat natürlich damit reinrutschen würde. Aber das entscheiden natürlich die Mitglieder und es wird ja jeder da sein Statement abgeben und ja, aber machen wir. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn einer von der Traditionsmannschaft endet ab bei mir damals in der, bei den Amateuren war dann mit dabei, der, ja, man kann ja sagen, ein Schalke geworden ist, aber es wird ziehen ganz, ganz schwer, weil die Kandidaten, die da sind, man weiß auch, ja, wahrscheinlich, wo sie herkommen. Deswegen, ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass viele Leute da sind. Ja. Ja, man kann nur hoffen, mehr nicht. Können wir hoffen, dass es schön ruhig bleibt, alles sachlich. Und wenn einer was reden will, dann soll er nach oben kommen und vernünftig reden und nicht so wie die Jahre davor, dass er dann gesagt hat, ja, ich habe meine Oma und meinen Opa, den grüße ich jetzt hier erstmal und dann haut er ab von der Bühne. Also die Jungs, die sollen dann lieber nicht auf die Bühne gehen. Das haben wir auch jahrelang schon mal gehabt, dass da einer reinschreit, ich bin Schalker und dann haut er ab. Also wenn, dann sollen schon sachliche Gespräche, Leute, die, ja, die was zu sagen haben, die sollen dann da oben aufgehen und die, die eben ihre Mutter und Oma und Verwandte grüßen sollen, die sollen dann mal unten wegbleiben, weil das ist eine zu wichtige Geschichte hier. Und ja, man soll Fragen stellen, die finde ich auch okay, aber man muss sachlich bleiben und vor allen Dingen vernünftige Fragen sollte man stellen auf der Jahreshauptversammlung. Und ja, dann hoffe ich einfach mal, dass es ruhig bleibt und dass man in Ruhe gewählt wird. So, Mitgliederversammlung haken wir ab. Ihr habt ja schon ein bisschen gesprochen. Irgendwann kommt ja auch das nächste Spiel, das nächste wichtige Spiel, Auswärtsspiel gegen Hamburg. Was habt ihr für Erinnerungen an Hamburg? Ist das ein Gegner, wo ihr viel Freude hattet, wo ihr viel Leid hattet? Gibt es irgendwie tolle Geschichten, Erinnerungen? Ja, teils, teils. Hat es schon Spiele gegeben, wo wir Halbzeit 1-0 geführt haben, dann 4-1 verloren. Da waren 50 Grad im Stadion, aber da war ein Trainer da, ja, der morgens noch trainiert hat. Sprints. Sprints gemacht hat und trainiert hat. Dieser Werbe, der geht einfach nicht. Und da sind wir eingegangen. Aber wir haben auch da kein HSV. Auch gut. Also die große Mannschaft hatten auch gewonnen. Und es gab immer ja, harte Duelle gegen den HSV. Also ich kann mich nur daran erinnern, wie du gerade sagst, das war so der Merkel. Max Merkel, unser Trainer Max Merkel, also der null Ahnung vom Fußball hatte, das sage ich einfach mal. Also das kann ich jetzt auch, das kann ich nicht auf mich liegen lassen hier. Und der Max, der Merkel, der war ja einmalig und ich weiß noch, in einer Szene kannst du mich dran, wenn der Sobiray hatte sich da so verletzt und dann kam der auf die Idee, ja, Norbert Elgert reinzunehmen, der hat dann meine Position gespielt und ich sollte rechter Verteidiger spielen.
Und das war nicht so ein guter Einfall von dem. Und dann war es so gewesen, dass es war heiß, weißt, kannst du dich noch erinnern, es war heiß. Da unten der Rasen, der hat so geflattert. Und dann haben wir gesagt, oh je, was ist hier los? Und wie das eben so kommt, René, ja, ich gegen Schorsch Volker. Und Schorsch war ja bei uns bei der Nationalmannschaft auch dabei, war ein geiler Dribbler. Und dann habe ich gesagt, hey, mein Schorsch, mach langsam hier und so. Und dann dachte er, ja, ist schon klar, wir tun uns beide nichts. Auf jeden Fall bin ich dann mit ihm so an so einem Wassereimer gegangen und ich bin dann als Trottel, als Erster hin und wasche mir so ein bisschen das Gesicht und drehe mich um und sehe ihn da schon laufen. Da habe ich gesagt, scheiße, was ist das denn, ne? Flanke Tor, ne? Das war eine Szene, die ich in meinem Leben nicht vergessen. Da kam er dann angetrunken und ich sage, Schorsch, bist du ein Arsch, ey. Das kann ja wohl nicht sein. Du haust ab mit dem Ball, ey, und ich stehe am Wasserheimer. Ja. Schorsch war immer ein Schlitzer. Ja, das war ein toller Spiel. Super Fußballer. Also daran kann ich mich nur erinnern. Ja. Aber super Südamerika-Reise, wo Schorsch links gespielt hat, habe ich rechts in der Mitte. Er war toll, aber die Argentinier geschlagen. Also aber wie gesagt, der HSV jetzt zum nächsten Spiel vielleicht mal, es war ja ein bisschen gaudi jetzt, aber zum nächsten Spiel, also die Hamburger zu Hause, ist bei denen auch sehr, sehr schwierig, glaube ich, wenn man da lange 0-0 stehen hat. Und die haben ja genauso viele Zuschauer wie wir, auch immer, ist auch immer ausverkauft. Und ich glaube, wenn man da lange 0-0 spielt, dann kann man da was wegpflücken in Hamburg. Also davon bin ich überzeugt. Man darf natürlich nicht so viel sofort rein. Die haben auch jetzt ein paar Verletzte gehabt, glaube ich. Hier die Glatze, der war jetzt hier verletzt, der Stürmer. Also wenn der in 14 Tagen wieder fit ist, dann werden die auch einen guten Kader haben. Und Baumgart hat natürlich auch wahnsinnig viel Druck. Der kann sich nicht erlauben, gegen uns zu Hause zu verlieren. Also das glaube ich nicht. Deswegen glaube ich schon, dass es ein schwieriges Spiel wird, wenn die alle mal wieder an Bord haben. Wir haben ja auch noch eine Zeit in 14 Tagen. Vielleicht bleibt das einfach mal so. Auch wenn Kallas da ist, würde ich trotzdem mit der gleichen Mannschaft so spielen wie gegen Regensburg. Ja, ich glaube auch, der HSV nach dieser Niederlage gegen Braunschweig steht ja enorm unter Druck auch. Und der Trainer auch. Ja. Und je länger es zu Null steht und wir auch Möglichkeiten haben, ja, wir werden nicht so viele Möglichkeiten kriegen, aber da muss eben auswendig viel machen. Ja. Hoffe ich natürlich für unsere Mannschaft. Und wie sagt hat der Kaiser so schön gesagt, eben schauen wir mal. Ja, du weißt ja, wenn alles hat sich im Internet aufgeregt. Mein Freund Francesco, der hat sich auch aufgeregt und gestern habe ich eine Sendung gesehen. Auch der war ganz ruhig und hat gesagt, meine Güte, egal, aber glaubst du, wir haben Regensburg geschlagen. Und deswegen sind wir auch diesmal sehr entspannt und ruhig. Ich habe mich ja letztes Mal ein bisschen mehr aufgeregt. Ja, aber ich finde, ab und zu muss man auch mal explodieren. Die Leute meinen natürlich dann auch, wenn du dich da so aufregst, was ist los mit dem? Ja, der kriegt nächstes Mal eine Tablette, dass er ruhiger bleibt. Aber das ist so im Herzen, wir beide sind Schalker und blutet unser Herz, wenn es bei uns nicht läuft. Und da können wir nichts machen. Und dann ist einfach so, dass wir dann auch mal ein bisschen lauter werden. Ja gut, wenn wir so viele Jahre hier in diesem Verein ist, so lange gespielt hat, hängt man an dem Verein, gar keine Frage. Auch wenn ich aus dem Bayerischen Wald komme, das spielt alles keine Rolle. Aber ich lebe hier und von daher hängen wir an dem Verein. Ja. Aber das nützt alleine nicht. Die Mannschaft, der Verein, die verantwortlich müssen das regeln. Wir können nichts mehr machen. Wir haben mal gespielt, aber haben auch schlecht gespielt. Nicht einmal, aber haben auch gut gespielt. Und ich war jetzt wieder vor am Samstag, wenn 30 Jahre die Mitgliedschaft eines Fanclubs da in Bad Mergentheim sei, habe ich ja gesagt, wir kommen hier, ich fahre hier 400 Kilometer alle 14 Tage dahin. Und das, Bayern ist vor der Haustür, Stuttgart ist nicht weit. Nein, die fahren nach Schalke, weil sie lieben den Verein. Ja, deswegen, ja, natürlich. Wegen dir? Nein, nicht nur wegen mir. Auch wegen, damals war die Spieler auch teilweise begeistert haben. Und da freut natürlich einen, wenn sie sagen, ja, wegen euch
Das war schon eine schöne Zeit damals. Okay, aber die Zeit ist längst vorbei. Aber da sitzt der Fußball-Sachverstand auch in der Gegenwart immer noch. Wir haben ein Tippspiel, den Legenden-Talk-Tippspiel. Und der Klaus hat richtig getippt. 2:0, hat 4 Punkte gemacht. Ist jetzt auf Platz 17, habe ich gehört. Da war ich ja vorher schon. War 22, glaube ich. Ne? Du bist aber. Ich habe 1 nur getippt, ne? Ja, dann hast du. Ja, komm ich nie weiter nach vorne, sind das so viele Leute, die so gut sind? Ja, die restlichen Spiele, die sind ja dann auch immer so ein bisschen verrückt teilweise. Ja, es war doch mal schön, ein bisschen ruhiger, nicht sich so aufregen zu müssen und mal ein bisschen entspannter jetzt in die Pause zu gehen. Und ich denke mal, wir werden uns ja dann in 14 Tagen nach dem Spiel gegen Hamburg hoffentlich bei gleicher guter Laune wieder treffen. Das wäre schön. Ja. Also wollen wir nicht immer so schimpfen, ne? Nee, weil das Spiel. Vor allen Dingen, liebe Leute, tragt uns in die Welt, empfehlt uns, klickt auf. Aber wir müssen sehr realistisch sehen, wie das ist. Ja, da kann man mal ein kritisches Wort sagen, ohne dass er jemand beleidigt ist. Das waren wir auch nicht. Da auch kritisiert worden. Ja, da muss man mit umgehen können. So ist es. Aber es findet ihr auch gut Gehör, ne? Also das, was ihr sagt, wird in der Woche vor den Spieltagen immer gut aufgearbeitet. Und wir geben auch unser Bestes, das muss man auch sagen, oder? Guck mal, ich habe einen Zettel, was ich alles sagen wollte, taktisch, das habe ich jetzt schon zusammengeknickt. Ja, brauchen wir nicht für Hamburg vielleicht dann das nächste Mal. Ja. Danke und Glück auf. Glück auf, Ren.